Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay und heute einem wirklichen Sahnestück von Replay. Ich habe mir da selbst eins rausgesucht, da der Patch 0919 jetzt frisch aufgespielt worden ist, habe ich leider natürlich kaum Replays, beziehungsweise noch ehrlicherweise noch gar keins heute eingesandt bekommen, deswegen musste ich mir da was selber raussuchen und somit gibt es ein, naja, ich will jetzt nicht sagen vorgezogenes Replay of the Week, weil Replay of the Week ist immer sonntags, aber sagen wir mal so, es könnte wirklich ein Replay of the Week sein, weil die Zahlen sind einfach richtig, richtig, richtig geil und da sollten wir uns jetzt auf was freuen dürfen. Schauen wir auf jeden Fall, was er macht. Matchmaking sehen wir schon. 9er, 8er, 7er Gefecht. Das war ja so eins der Themen für den Patch 9.19, dass da jetzt auch wieder definitiv mehr von diesen Matchmaking drankommt, als die ganzen gleichstufigen, also reines 9er Gefecht, reines 8er Gefecht, reines 7er Gefecht oder auch die Gefechte, wo 5 Top-Tiers und 10 in Anführungszeichen Low-Tiers sind, sondern hier dieses Matchmaking soll das eigentliche Hauptmatchmaking sein, um es so mal zu nennen. Er fährt auf jeden Fall mal hier untypisch für einen TD, weil ganz ehrlich, TDs stehen gerne erstmal immer hier draußen und snipen, aber er fährt hier in die Stadt und das, obwohl sein Team hier so gut wie nicht unterwegs ist, weil, sind wir mal ehrlich, der HWK, der ist gerade keine große Unterstützung, der KV-5 ja so ein bisschen. Und jetzt kommt hier nämlich schon der erste AMX, aber den hat er mal richtig schön platziert und das war sehr wichtig, denn der HWK, der könnte jetzt hier den AMX wegmachen, aber selbst das bekommt der HWK nicht hin. Gott sei Dank hat er ihn hier als Support, denn der hat einfach mal den 1375 rausgewuppt. So, jetzt da hinten der T71. Der hat mal ganz kurz einen Gucker gemacht. Jetzt macht er nochmal einen. Und der war zu viel, denn der hat ihn das Leben gekostet. Sehr schön, so soll es sein. So schnell kann man 2 Kills farmen. Da der Tiger 1, da kommt auch vorne auf die Wanne drauf. Jo, sehr schöner Treffer. So, und nochmal direkt einer. Nochmal für 505. Und hier, da wollte sich der Ruf von hinten anschleichen, aber keine Chance, denn er ist hier einfach mal sowas von im Blockademodus, dass er einfach mal jeden rausnimmt. Das ist eigentlich total scheißegal, wer da kommt, er macht's einfach. Und hier jetzt im Defender schön eine verpasst. So, jetzt probiert es der T29 von vorne in der Zwischenzeit. Aber auch den hat er natürlich sofort auf dem Schirm. Nimmt hier das Frack jetzt als Deckung. Und auch der bekommt seine Abreibung. Und jetzt nimmt einfach mal hier den AMX und nimmt die mit nach vorne, weil er denkt, jo, man kann immer einen Frack brauchen und fahrt einfach mal mit 10 km/h da entlang. Kein Problem. Eine mobile Panzersperre sozusagen. So, und jetzt hat der T29 da keine Schnitte gehabt. Zack, weg damit. Wir sehen 3500 Schaden. Er hat 5 Kills, also einen noch für den Krieger. Und ansonsten, der Gegner hat noch so ein bisschen was. Aber hier, den Defender. Den hat er jetzt auch mal erstmal eine ordentlich verpasst. Und auch der sitzt da perfekt.
Und jetzt der... Nein, der Vater weg im letzten Moment. Aber gut, seinen Krieger hat er ja schon. Von dem her geht es jetzt hier beim siebten Kill erstmal um nichts in Anführungszeichen. Aber der HWK, der... Oh, was macht denn der da? Der denkt sich, ach, ich stehe hier so schön. Vielleicht schmiere ich mir mal eine Stulle oder sowas. Oder wie wir in Bayern sagen, ich schmiere mir mal ein Semi. Na, der ist irgendwie AFK. Aber den nimmt man natürlich gerne mit. So, sehr gut. Aber es muss aufpassen. Der 3400, der hat jetzt auf dem Kicker, aber... Oh nein, 3400. Viel zu greedy und da wird er dafür bestraft. Denn hier kann er sich jetzt den Kill sichern und damit die Redley Walters. Der Scorpion G, den muss er aufpassen. Der ist nämlich auch noch rappenvoll. Den muss man erstmal rausnehmen. Aber 5500 Schaden. Fleiß kann man ihm auf jeden Fall attestieren. So, er ist jetzt alleine gegen die letzten beiden. Ah, der Scorpion, Gott sei Dank, kettet ihn da nur. Jetzt muss er da den Patriot und den Scorpion G besiegen. Und dann passt das auch. Na, der war jetzt leider nichts, aber wenigstens hat auch er hier keinen Schaden dabei genommen. So, jetzt hat er ihn sich so hingelegt, dass er nur noch einen Treffer braucht. So, jetzt kommt der Patriot von der Seite. Auto-Aim und zack, der sitzt sofort. Jetzt will er ihn wohl rammen. Patriot bleibt hier stehen, er wackelt. Sehr schön, sehr gut gerammt. 115 Damage, damit hat er ihn schön seitlich gestellt. So, und jetzt ist es ein One-on-One. Der Scorpion ist aus dem Cap raus, das heißt, er wird auf jeden Fall gleich auftauchen. 7200 Damage, da ist er auch schon. Und selbst wenn er einsitzt, nein, er kettet ihn. Das ist natürlich unfassbar gefährlich, aber er hat scheinbar eine gute Crew drauf. Deswegen sofort am Start und da nimmt er ihn raus. Schlecht gemacht vom Scorpion, gut gemacht von ihm. Sehr schöne Runde mit 7589 Damage und 2051 Basiserfahrung. Das muss man erstmal machen und die Pool hat er sich auch noch abgeholt. Geile Runde, Patch 9.19, herzlich willkommen und noch sind die gewerteten Gefechte nicht aktiv. Wir schauen mal, was dann in der nächsten Woche passiert. Bis demnächst, euer Alcaramba.